Wenn du in den USA mit deinem Partner telefonieren würdest und ihm sagen würdest, I like you very much, deine Freunde würden dir sofort sagen, du musst sofort zum Therapeut, ihr steht ja kurz vor der Scheidung. Es ist wirklich so. Das ist in den USA nicht normal und in Deutschland schon. Im heutigen Video möchte ich eigentlich mit euch über das Thema Liebe reden. Da können wir eigentlich gleich anfangen, wie die beiden Kulturen mit dem Wort Liebe oder ich liebe dich umgehen, sind sie komplett anders voneinander. Ich habe in Deutschland sehr oft gehört, ihr Amerikanern, ihr nutzt das Wort zu oft. Es bedeutet ja nichts mehr bei euch. Jedes zweite Wort ist Love. Das hat seine ganze Bedeutung verloren. Wenn ich einen Anruf mit meiner Mutter oder mit meinem Vater beenden möchte, dann sagt jeder Person, I love you mindestens dreimal. Wäre ja auch komisch, wenn wir am Ende des Gesprächs nicht mindestens dreimal I love you sagen würden. Das ist für uns, das gehört einfach dazu. Nicht nur in Beziehungen oder nicht nur mit Freunden etc., sondern auch mit Sachen, die uns sehr gut gefallen, würde ich auf Deutsch so sagen. Es gefällt mir sehr gut. Aber auf Englisch würde ich sagen, I love this burger oder I love this house, I love this song. Wir nutzen I love sehr häufig. Ich habe ja letztens bei Easy German, den YouTube-Kanal, gesehen, dass sie Leute geinterviewt haben. Da war ein Ehepaar und die Frau hat gemeint, ihr Partner sagt sie nur, ich habe dich gerne. Sie sagt ihm gar nicht, ich liebe dich. Niemals, hat sie gemeint. Wenn du in den USA mit deinem Partner telefonieren würdest und ihm sagen würdest, I like you very much, deine Freunde würden dir sofort sagen, du musst sofort zum Therapeut. Ihr steht ja kurz vor der Scheidung. Es ist wirklich so. Das ist in den USA nicht normal und in Deutschland schon. Ich glaube, die deutsche Sichtweise ist, je mehr du dieses Wort verwendest, desto weniger hat es an Bedeutung und deswegen soll es nur sehr sparsam verwendet werden. Und die amerikanische Sichtweise ist, je öfter du dieses Wort verwendest, je öfter du deine Liebe, deine Zuneigung ausdrückst, desto wertgeschätzter fühlt sich diese andere Person. Desto mehr Liebe spürt die andere Person. Und ich habe wirklich eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe, keiner ist richtig oder falsch. Es heißt nicht, dass in Deutschland weniger Liebe da ist. Dieses Wort wird einfach weniger in Deutschland geäußert. Es wird anders gezeigt. Und das ist meiner Meinung nach ein richtiger kultureller Unterschied. Falls dir dieses Video gefällt und du mich hier auf YouTube unterstützen möchtest, könntest du diesen Kanal abonnieren, ein Gefällt mir geben oder einen Kommentar schreiben. Mich würde deine Meinung zu diesem Thema sehr interessieren, denn ich bin mir nicht so sicher, ob das, was ich hier beschreibe, wie ich Deutschland sehe, wirklich passt oder ist es nur meine Erfahrung gewesen und woanders in Deutschland würde es anders ablaufen. Das würde mich wirklich interessieren. Eine andere Sache, die in den USA ganz anders abläuft, ist dieses Eltern kennenlernen. Wir kennen alle diese Witze, dass der Vater mit einer Waffe dasteht und dem Freund viele Fragen stellt und die allerwichtigste Frage ist, was hast du mit meiner Tochter vor? Das ist so, das kennen wir alle in den USA. Und auch wenn da keine echte Waffe ist, dann werden sehr oft Witze über eine Waffe gemacht, dass der Vater sagt, ganz kurz, ich hol schnell meine Waffe oder so, auch wenn er keine hat. Das ist die Laune bei dem Kennenlernen. Man kann davon ausgehen, dass viele Fragen gestellt werden, dass man schauen soll, dass man den anderen irgendwie positiv beeindruckt, wie ein Vorstellungsgespräch eigentlich. Und man lernt normalerweise nur die Eltern kennen und vielleicht auch die Geschwister. Und wenn es gut läuft, dann erst später die Verwandtschaft. Bei mir oder bei uns, bei meinem jetzigen Mann, war es in Deutschland das Gegenteil. Und für mich war das verrückt. Wir waren schon ein paar Monate zusammen, glaube ich. Hat er mich zu einem Mittagessen, ich glaube, es war die Geburtstagsfeier von seiner Tante. Und da, beim ersten Mal, habe ich seine Eltern, seinen Bruder und seine ganze Verwandtschaft mehr oder weniger kennengelernt. Das war die erste Sache, die für mich so, wow, das sind sehr viele Menschen auf einmal. Und die zweite Sache war, es hat denen nicht wirklich interessiert. So, natürlich waren sie sehr freundlich und sehr nett und haben mit mir geredet. Es war nicht dieses Ausfragen, so, wo kommst du her, was machst du hier, was hast du studiert, warum bist du hier und was sind deine Absichten und Zukunft. Es war einfach ein ganz normales, freundliches Gespräch und das war sehr komisch. Heiratsanträge sind auch eine Sache, die teilweise in den USA ganz anders ablaufen wie in Deutschland. Es gibt schon Heiratsanträge, die genauso wie in Deutschland funktionieren, sehr persönlich und sehr intim und
alles gut. Aber es gibt auch andere Arten von Heiratsanträgen. Vor 11 Jahren ungefähr, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich dieses Video das erste Mal auf YouTube gesehen habe, da hat ein Mann eine ganz große Produktion geplant, wo Familienmitglieder und Freunde so mitgetanzt haben auf der Straße. Ich habe es mir heute angeschaut als Vorbereitung für dieses Video und da habe ich geweint, ganz ehrlich, weil da so viel Liebe und die Frau hat sich so wild gefreut. Da war in diesem Video so viel Liebe zu spüren. Nachdem dieses Video so viral gegangen ist, haben viele Leute das nachgemacht, aber nicht auf so einer persönlichen Art und Weise wie in diesem Video. Teilweise kommt es dann schon vor, dass die Person, die das geplant hat, mehrere Leute aus der Verwandtschaft dann gesammelt hat und hat auch geschaut, dass die dabei sein sollen und dass das wirklich so was Liebevolles sein soll. Aber teilweise sind da auch sehr viele Tänzer, die zum Beispiel beauftragt wurden, mitzutanzen und das so groß wie möglich zu machen. Ich glaube, da geht es eher darum, so viel Show zu machen wie möglich. So wie ich Deutschland kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland wirklich gut ankommen würde. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob meine Wahrnehmung da akkurat ist oder nicht. In USA früher haben alle viel früher geheiratet. So mit 22, 23, das war bei uns früher normal. In der Zwischenzeit würde ich schon sagen, dass man jetzt länger wartet, bis man heiratet. Und da sind wir ziemlich ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen. Aber du wirst nicht komisch angeschaut, wenn du sagst, ich heirate mit 20 oder mit 22. Das ist immer noch akzeptabel, teilweise auch mit 19. Was da ein sehr starker Einflussfaktor ist, ist, wie religiös man ist. Und das, also dazu muss ich ein ganz anderes Video drehen, weil das ein sehr komplexes Thema ist in den USA. Allgemein kann man schon sagen, dass je gläubiger man ist, desto früher heiratet man. Eine andere Sache, die die Religion beeinflusst in den USA, ist, ob man vor dem Heiraten zusammenzieht oder nicht. Viele Leute in den USA, wenn sie gläubig sind, glauben, dass Zusammenziehen, Zusammenwohnen nur innerhalb von einer Ehe stattfinden soll. Es ist schwierig zu folgen, muss ich gestehen. Aber die Phrase, die als Erklärung für diesen Glaubenssatz ist, warum sollte er die Kuh kaufen, wenn er die Milch umsonst bekommt? Und die Übersetzung wäre, warum sollte er dich heiraten, wenn er schon mit dir zusammenwohnen kann, mit dir schlafen kann, von dir bekocht werden kann? Und dann gibt es keinen Grund, dich zu heiraten, wenn du alle Vorteile, die man nach der Ehe normalerweise bekommt, auch vor der Ehe bekommen kann. Aber es ist halt in Deutschland nicht der Fall. Ich glaube, wenn ich jemand sagen würde, ich möchte nicht zusammen mit meinem Freund ziehen, weil wir noch auf die Ehe warten, ich glaube nicht, dass das in Deutschland, dass man das verstehen würde. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.